Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 3. Weiter geht's! Da hinten müssen wir. Aha. Auf zum nächsten Artefakt, Jack! Sind das so Wüstenräuber hier, oder? Und noch ein Artefakt! Hui! So schnell! Das sind Nervensägen. Toll. Noch mehr Schrott. Noch mehr Schrott. Einfach über rüber gesprungen. Das ist irgendeine Höhle. Hört doch endlich mal auf, mir zu folgen. Hui. Ja, da ist das Letzte. Wir haben das Letzte! Und Schuss! Ich will nicht in den Sturm kommen. Die Sicht wird schlechter! Ja, ich komm ja schon. Wir sind gleich da. Hui. Gut gemacht. Das war knapp. Oh, machst du dir etwas Sorgen? Deimos sagt... Meine Sorge galt den Artefakten und die werden wir gut verwenden. Die Rüstung, die du gefunden hast, ist sehr selten. Packer sagt, Ma trug sie im großen Kampf um den Planeten vor langer Zeit. Behalte sie. Glaub mir, du wirst sie brauchen. Danke. Du hast neue Panzerung erhalten, ja. Neue Aufgaben? Bis jetzt nur eine. Ihr seid immer noch hier? Ja, wir hängen hier rum, genießen die Sonne. Das ist kein Spiel. Ich bin Seam. Wir Mönche erforschen und hüten die Geheimnisse der Precursor. Diese Sprungtiere bringen uns dorthin, wo ihr nicht hin könnt. Mann, die futtern vielleicht was weg? Vorhin hat eins im ganzen Schub Känguru-Ratten verputzt.
dämliche Ratten! Blieb einfach sitzen! Ihr macht's hier nicht lange. Der dunkle Echo-Kristall aus dem Satelliten. Gebt ihn mir, bevor er in falsche Hände gelangt. Ich wette einen hellen Kristall, dass euch meine Mönche in einem Sprungechsenrennen schlagen. Ziehen kommt Taba. Baruch, Baruch. Sag uns einfach, wo die Startlinie ist! Auf den Mönch? Nimm das, Mundgesicht! Was war das denn? Ein Sprung. Fertig? Los! Ich bin zurzeit Erster. Auf den Mönch. Fertig. Das ist ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Aus dem Weg, Kugelkopf. Mach weiter. Auf dem Weg, ihr alle! So, hier lang. Da lang.
Ha, bin erster. Oh ja. Ha, wir haben den Kröten gezeigt. Zurück, du ekliges Vieh. Gut gemacht. Der Kristall gehört dir. Kommen helle und dunkle Kristalle zusammen, entstehen große Energien. Hüte sie gut und gib sie bitte wieder zurück, wenn du stirbst. Das habe ich nicht vor. Warum bist du so vom Tod besessen? Das ist der Grund. Der Tagesstern nähert sich und wird täglich heller. Unserem Planeten steht die letzte Prüfung bevor. Das hört sich nicht gut an. Du hast einen hellen Ego-Kristall erhalten? Ich habe null. Immer noch. Keine Ahnung, wie man die ganzen Precursor-Sachen kriegt, aber ob ich sie auch brauche, ist die andere Sache. Na, was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Habt ihr Lust auf ein bisschen Action? Das Fernrohr zeigt nicht allzu weit von hier eine Gruppe von Metallschädeln in der Wüste. Ich hasse Metallschädel. Mindestens so sehr, wie ich euch hasse. Und ihr müsst euer Können noch beweisen. Stoppt diese Fieslinge und macht sie fertig. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr auch was Schönes dafür. Ich hab so das Gefühl, du lässt den gefährlichen Teil aus. Jack, ich spüre ein paar ganz üble Vibes. Ich hab diese Tasthaare ja nicht umsonst. Entspann dich. Metallschädel sind doch ein Klacks. Habt ihr schon mal Wüstenmetallschädel gesehen? Nein. Wieso? Nichts. Meine Neugier. Schnappt sie euch, ihr Helden. Das hört sich nicht gut an. Ah. Metallschädel jagen. Kein Problem. So, wie viel halten die aus? Wo bist du? Upsala.
Wieso rennt er so komisch rum? Nimm das! Erwischt! Der hier eine... Wo gehst du denn lang? Komm her! Er hält ganz schön viel aus. Wie viel hält der aus? Nicht. Ha! Dem hast du so richtig gegeben! Oh Mann, das saß. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Jetzt wirst du paranoid, mein Freund. Komm schon, Großer, gehen wir zurück. Die Wüste ist mir unheimlich. Biesterbändiger, okay. Aber jetzt kommen die schon wieder an. Die sind nervig. Ich glaube, ich muss zum König hin. Das sagt die Krone. Ich habe immer noch 0. So, jetzt muss ich erstmal quer durch die Stadt mal wieder hin. Auf nach oben.
einmal müsst ihr euch in der Arena beweisen. Besiegt eure Ängste und besiegt eure Gegner. Dann sehen wir, ob ihr von Nutzen für uns seid. Die Ehre der Arena ist alles, was zählt. Verzeihung, Mr. Sandkönig. Ja, ich hätte da eine Beschwerde. Wir haben hart trainiert. Meine Füße bringen mich um und ich habe mir den Nagel abgebrochen. Also vielleicht setze ich einfach mal aus. Los damit. Die Arena wartet. Oh ja. Okay. Da sehe ich doch was. Ab in die Arena. Was heißt, wir haben mal als nächstes in die Arena rein? Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.